Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Foundation. Ja, und wie man hier sieht, es wird, doch wie man im Augenblick noch nicht sieht, weil ich da so ein bisschen dumm die Kamera stehen habe, hier wird eifrig versucht, Eisen abzubauen und ja, ist auch so dieser Wendekreis dieser Kamera, die ist mal noch sehr groß. Huch, was ist hier los? Von 4 vorbeilaufenden Passanten entscheiden sich 3 euer Dorf anzuschauen. Das ist sehr gut. Wir erwarten schlechtes Wetter. Warum? Verdammt. Mein Lord, laut Vorhersage erwarten wir schlechtes Wetter. Ich empfehle, so viel Lebensmittel wie möglich anzuhäufen, solange das Wetter mitspielt. Ja, sehr gut. Ja, klasse. Ausgerechnet jetzt. Ja, genug gejammert. Ich mache das so wie immer, nämlich gar nichts. Die versorgen sich soweit ganz gut hier und ja, notfalls, wie gesagt, ne, ich habe hier die Möglichkeit, Sachen einzukaufen. Wir sind finanziell jetzt nicht ganz so schlecht. Die Einnahmen gehen so ein bisschen zurück. Das war schon mal besser. Aber nun gut, wir haben ja auch entsprechende Ausgaben, ne? Das muss man dazu sagen. Von X kommt nichts. Und je mehr Leute werden, desto höher sind die Kosten. Gut. So, hier wird... Oh, Eisen 58. Okay, 7 Eisenerz. Sind mittlerweile selber da irgendwie und so. Dabei vor allen Dingen... Oh, warte mal. Haushalt, Handel. Kauft eigentlich irgendeiner von denen hier Waffen? Jo. Das heißt, ihr könnt also die Waffen, die ich dann produzieren möchte, kann auch verkaufen. Das ist schon mal nicht schlecht. So, die anderen. Ich könnte sogar Kleidung verkaufen. Wenn ich die selber brauchen würde. So, Beförderung ist wieder angesagt. Das ist, ja. Ist denn da überhaupt irgendwas Beförderungswürdiges dabei? Hier habe ich 2 Level 3er Steinmetze. Die werden mal eifrig befördert. Und ansonsten. Oh, ich habe nur noch 2 Arbeitslose. Hier. Echt gut, ich habe relativ viele, oder heißt relativ viele, ich habe so ein paar Baumeister. Was ist da mit der weiteren Beförderung gerade erledigt? Beruf. Warum werden die so besonders angezeigt? Interessant. Brudermehl, ja. Bauer. Das ist eine andere Abteilung. Ja, ich habe also wie gesagt hier so ein paar Baumeister und da könnte ich zur Not auf 1 oder 2 verzichten. Aber das wäre auch nur ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Moment mal, wie sieht das mit den Holzfällern aus? Ah, das ist gar nicht mal. Das wäre, ja genau, das sind ja also die 3, die finden im Augenblick keine Arbeit, weil ja da das Ding, dann wäre das Problem schon mal beseitigt und das war so gerade auch etwas, was mich so umgetrieben hat, so schon in der letzten Folge, da ich schon überlegte, wo mache ich denn hier die Holzproduktion, die könnte man zur Not auch hier machen. Würde sich vielleicht so von der Größe her auch anbieten. Genau. Dann lasse ich dieses Wäldchen da stehen. Und dann machen wir hier erstmal ein Holzfällerlager hin. Ich überlege gerade. Weil ich brauche auch noch einen Förster. Dann bauen wir das doch da hin. Dann brauche ich einen Förster. Wo ist er? Gut, den geht alle Forsthaus. So, da irgendwo da so ist das Holzfällerlager geplant. Förster hat da seinen Eingang. Dann würde ich hier so den Förster hinsetzen. So. Okay, dann haben wir das erstmal.
So, wie sieht's denn hier aus mit dem Schmuck? Ist der schon weg? Mit Sicherheit. Schmuck ist weg. Schmuck hier dürfte auch weg sein. Ja, ich war zwar noch ein bisschen ab, aber ich gehe mal davon aus, dass der sich so langsam aber sicher ein Wohlgefallen auflösen wird, da der noch, ne, also die Möglichkeit habe, irgendwas, aber ich glaube, wenn er aus dem Lager ist, dann müsste das schon längst hier angekommen sein und ich kann das eigentlich wegnehmen. Ach hier, geht's ja schon. Acht Schmuck. Das waren aber 14. Okay, dann sind die anderen vielleicht noch unterwegs oder so, ich weiß es nicht. Ich warte noch ein bisschen zu. Das hat ein bisschen Geld gebracht, haben wir gesehen. Der hat einen ganz schönen Knete. Ah, hier sieht es gar nicht mal mehr so schlecht aus. Das, okay. Interessant, interessant. Gut, hier wird, oh, eifrig an der Kirche gebaut. Das ist schön. Dann kriegen wir die, ja, in dieser Folge vielleicht nicht. Das könnte knapp werden, aber spätestens in der nächsten Folge sollte die dann fertig sein. Das ist dann auch schon einer der letzten. Das ist so traurig. Weil trotz, wenn ich auch hier und da mal so ein bisschen am Knötern bin, trotz allem, es läuft ja relativ gut. Ich meine, wir haben unsere Engpässe, jetzt kommt ja auch gleich wieder so der Regen, der Tag an dem Regen, der Tag, an dem der Regen kam. Und so weiter und so fort. Ja, das wird wieder heftig. Holz habe ich jede Menge, Holz verkaufe ich aber auch zum Abwinken. Oder versuche es zumindest zu verkaufen nach wie vor. Oh, es gibt hier Holz, beziehungsweise verkaufe Holz. Ja genau, hier ne, 20 Einheiten sind eigentlich das, was maximal bleiben sollte. Bei Steinen sind sogar nur 15. Auch hier eine Holzbretter, auch nur 20. Ich kriege die nicht los. Wenn ich die Sachen, die ich verkaufen kann oder verkaufen möchte, da sagen die mal nö. So, Einkauf, Werkzeug 35. Ja, das hat sich eigentlich bis jetzt eigentlich ganz, ganz gut erwiesen. Das ist ganz brauchbar. Glas. Ja, da ist quasi jetzt das letzte Mal, dass ich hier irgendwie Glas einkaufen muss für die Kirche. Ansonsten kann ich mir das dann nachschenken. Fisch kaufe ich vorsichtshalber zu. Brot auch. Das lasse ich auch erstmal so. Waffen. Ja, gut, ich habe jetzt zwar schon lange keine Soldaten mehr rekrutiert, aber für den Fall das, dann habe ich dann wenigstens ein bisschen Waffen dann in der Hinterhand. Gut, Wildschweine. Macht der Verkauf keinen Sinn, weil irgendwie, ich habe jetzt zwar 10.000 Jäger mittlerweile, aber irgendwie klappt das mit dem Wildschweinverkauf auch nicht so wirklich. Also schon, aber ne, es ist nicht so üppig wie gedacht. Denn das ist genauso wie hier mit der Kleidung. Wenn ich dann irgendwo Wildschwein verkaufe und ich kriege auf den entsprechenden Markt. Ich weiß gar nicht wer. Das sind Bären. Irgendwo verkaufe ich doch auch Wildschweine. Käse. Ich bin mir relativ sicher, dass ich irgendwo Wildschweine verkaufe. Ich versuche es zumindest. Entschuldigung. Brot, Käse. Die haben nie, haben die hier irgendwie Kleidung. Ich verstehe es nicht. Das ist mir ein ewiges Rätsel. Ja, also die Nahrung, ja. Ich werde es wieder verursen. Also irgendwo hatte ich doch einen Markt, habe ich doch Wildschweine verkauft. Da bin ich mir relativ sicher. Rot, ja, Wildschwein, nein. Hä? Das ist irgendwann mal umgestellt aus irgendwelchen Gründen. Hier, da, ne? Also Wildschweine 0. Heute, okay, wenn ich jetzt nicht so viel auch hier, ne? Also, ne, also der wird wohl überhaupt relativ schlecht beliefert, kann das sein. Das war mal besser, meine ich. Ja gut, 25 Fische, 32 Brote. Ja, hier, vier Wildschweine. Immerhin, vier Wildschweine. Und gut, ein Teil der Wildschweine landet halt hier in der Taverne. Wenn denn überhaupt und so eine Sachen irgendwie produziert werden.
Denn der hat hier immer 4 Wildschweine, seine 6 Käse und 50 Mahlzeiten. Und ja, ich habe ja keine Möglichkeit gefunden, die zu verkaufen. Die Überlegung war ja hier eventuell vielleicht nur so ein Barkeeper. Ich mach das mal. Ich kann ihn ja wieder entlassen. Ich guck einfach mal. Wir haben hier das Hauptgebäude. So, dann stellen wir den mal ein. Bedientheke. Nee, Wein oder Bier. Der kann keinen. Nee, das hat sich gerade erledigt, weil... Ich kann den direkt wieder entlassen, weil ich brauche die Leute ja. Hätte ich vielleicht eher mal gucken müssen. Macht ja auch Sinn. Also, oh, wo ist das fertig? Dass die halt da Dingensbums bei uns verkaufen. Getränke verkaufen, weil ist halt eine Barktheke. So. Machen die jetzt beides? Achso, das ist das Hauptgebäude. Jetzt mal kurz irgendwie. Ah, hier Imker. Ich brauche aber 2 Imker. Also wäre zumindest zu empfehlen. Das heißt, ich müsste jetzt hier noch einen weiteren Bruder zuweisen. Die können dann Honig produzieren. Dann geben wir noch einen weiteren Dorfbewohner entsprechend hier ab. Das ist ja nett. Also da so ein... Ach, da mit Bienen. Das ist ja geil. Das finde ich ja richtig klasse. Ja, da diesen Imkerhut, ja nicht, also so ansatzweise. Ne? Also da fehlt irgendwie dieses Schutznetz, das fehlt davor noch davor. Aber immerhin, also diesen netten Hut darauf. Hier die Bienenstöcke, so halt, das sind noch welche in Reserve sozusagen. Also, kann sein, dass die auch betrieben wird, aber hier, ne? Die Bienen. Finde ich ja klasse. Sehr schön. Solche Details liebe ich. Das ist auch ein Grund, warum ich diese Aufbruchspiele so mag, weil das teilweise dann so detailverliebt ist und die Sachen dann entsprechend animiert werden und so weiter und so fort. Ne? Und das ist schon nicht schlecht. So. Jo, also der kriegt gleich noch Unterstützung. Dann sind sie zu zweit. Dann gucken wir mal, wie die hier, ne, mit der Honigproduktion vorankommen. So, dann schauen wir hier nochmal. Also hier wird, glaube ich, im Augenblick, die werden Kräuter verkauft. 8 Kräuter für 80, ja, kann man nicht meckern. Also ist jetzt nicht die Masse, aber geht so einigermaßen. Wenn ich hier diesen Markt habe, dann habe ich hier Bärenbrot, Mehl. Dann würde ich hier sagen, werden wir mal die Kräuter... Wo sind sie jetzt? Hier. Genau, hier zwischenlagern und in dem anderen Speicher, das war der hier. Dann nehme ich die Kräuter raus, Lager leeren. Da kommt dann hier die Honig rein und dann verkaufe ich da oben dann Honig. Machen wir es so. Dann muss das erstmal so funktionieren. Okay. Und ja, das wäre dann hier so die Möglichkeit, dass man hier sagt, eventuell noch einen zweiten Imker, also ne, noch so eine Honigproduktionsstätte hier hinzusetzen und eventuell dann da hier noch so ein Kräuterdingse. Gucken wir mal. Irgendwie sowas in der Richtung. Wäre das theoretisch machbar. Anderes Problem, wie sieht es denn jetzt hier aus? Nee, hier bin ich falsch. Da bei die Baustelle. Die sind aber noch nicht fertig. Ganz im Gegenteil, da... Ah ja, da kommt aber jetzt das Werkzeug an, was da noch fehlte. Dann ist der Holzfällerlager gleich fertig. Dann können die Leutchen da anfangen. Nochmal folgendes. Aufforstung. Mach ich noch nicht, weil sonst... weiß nicht, ob dann der Förster von ganz hinten da angedeckelt kommt und denkt, ah, ich kann da aufforsten, weil da ist ja noch kein Förster und so. Und dann, nee, das muss nicht unbedingt sein.
So, ich habe zwei einfache Militär. Ja, das ist doch schön. Dann nehmen wir hier so eine Mission, die nehmen wir an. So. Und dann werden die entsprechenden Soldaten zugewiesen. Henry, auch auf Level 6. Wir sind jetzt alle auf Level 6. Sehr gut. So, ihr könnt alle nochmal losziehen. Wahrscheinlich würde die Hälfte auch reichen. Ich weiß es nicht. Ich schicke aber trotzdem mal los. Sicher ist sicher. So, dann könnt ihr sich da so ein bisschen vergnügen. Wie sieht es hier aus? Wahrscheinlich Lager voll. Naja, wir arbeiten dran. Dafür zwei sind die da ganz schön. Schon ganz schön, schön, ganz schön, schön. Schön. Von vier. Läuft. Anscheinend scheint das mit dem Luxus doch schon so ein bisschen was zu bringen. Von vier sind drei da geblieben. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, mit einem Kloster alleine wird man nicht glücklich. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Die produzieren doch bestimmt schon eifrig, ne? Schlafrundenberuf. Sieben. Ja, das ist nicht schlecht. Was würde ich sagen? Achso, Moment, Augenblick. Stopp, nix überstürzen. Erstmal hier. Ist das leer? Das ist leer, dann kommt das weg. Dann wird hier aber ganz normal eingelagert, und zwar der Honig. Honig. Wo bist du? Hier, Hopfen, Wildschwein, Käse, Milch, Kräuter. Ah, da oben. Honig. So. Dann kommt hier der Honig hin. Oh, zwei Wildschweine. Schau mal einer, guck. Zwei Bären und null Brot. Läuft. Da kommt da der Honig hin und hier wird der Honig verkauft. Schmuck? Nein, das hat sich, glaube ich, erledigt. Und dann kommt hier Honig ins Regal. So, Holzfällerlager ist fertig. Dann ist gut. Dann sollten sie, ja, die machen sich jetzt nämlich da selber so schon, ne, aktiv dran und so weiter und so fort. Und da muss ich natürlich jetzt hier markieren. Abbau. Ihr tobt euch bitte schön hier aus. Ich hoffe nur, dass die Försterei da auch bald fertig ist. Also der Försterlinie ist ja nur ein kleiner Förster. So, das wäre so deren Aktionsgebiet jetzt hier. Da könnte sich da an dem Holz gütig tun. Das Holz muss natürlich hier rein. Eine ganz klare Sache. Holz. So, und wenn ich Holz habe, dann brauche ich auch einen Köhler. Köhlerei. Den könnte man dann erstmal... Da wird das Holz gelagert. Hier wird es produziert. Ich sag mal, ich mach mal den Köhler hier so hin. So, Köhler. Schrittchen für Schrittchen. Wenn wir den haben, dann können wir anfangen mit der Eisenschmelze. Und ja, da muss ich noch gucken, wie viel Köhler ich pro Schmelze und Schmied und so denn letzten Endes brauche. Und das ist dann noch ein anderes Thema. Gut. Wie weit sind die hier mit dem Förster? Boah. Also Material ist komplett. Es mangelt an dem Baumeistern. Oder Meisterinnen, je nachdem. Okay. So. Ja, ich meine, mit dem Kloster ist echt nett. Ne? Schon sagen. Wenn, ne, gut, dass das Gebäude ist wahrscheinlich etwas eigenwillig. Seht es mir nach. Ich bin da nicht so der Fachmann. Gut, ich hätte mich vorher schlau machen können, aber da habe ich nicht gedacht, da war ich irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Geistig abwesend. Normalzustand. So, wie sieht es denn hiermit aus? Das ist komplett hier noch nicht so richtig, hier auch nicht, aber die arbeiten dran und es geht relativ zügig voran, finde ich. Dann ist das mit der Kirche dann auch bald erledigt. Ja, zu
Zufriedenheit, also mit 85% sogar zufrieden kann ich persönlich. Oh, das war's. Kann ich persönlich mit leben. So, dann erstmal hier. Gucken kann ich. Oh jo, das sieht gut aus. Baumart hinzufügen. Das sind hier Kiefern, aber ich würde sagen, wir basteln da auch ein paar Eicheln. Ein paar Eichenbäume dahin. Und dann wird hier lustig aufgeforscht. Wo ist denn hier der Aufforschungsdingensbummens? Da ist das Aufforschungsdingensbummens. Oder ist das gleiche Gebiet? In etwa. Ein bisschen, ne, überlappt da alles. Das ist nicht so schlimm. Aber ups, aber hier so. So. Ups, aber so. Kann hier aufgeforscht werden. Mit dem Förster. Und wenn das Gebiet größer sein muss oder kann oder darf oder wie auch immer, ne, dann machen wir das auch ein bisschen größer, sowohl das eine als auch das andere. Dann gucken wir mal weiter. So. Mann. Gut, dann ist also hier schon mal die Holzproduktion nicht schon mal gesichert. Dann nehmen wir die Holzversorgung. Und wie sieht's hier aus? Die bekommen gerade 20 Holz geliefert und dann brauchen die noch 10 Werkzeuge, dann sind die dann auch fertig mit der Köhlerei demnächst. Gut. Gut, gut, gut. Das gefällt mir. Momentchen mal eben. Die Schlauberger. Erst ausblenden, dann husten. Das sollte ich Profi eigentlich mittlerweile drauf haben. So. Ja. Ein Gesandter. Was will der Gesandte denn von uns wieder? Nee, ich bin den gerade nicht. Was? Ach, jetzt fängt er mit dem schlechten Wetter an. Ja, hoffen wir, dass es schnell vorbeigeht. Ich denke eher nein, ich behalte alles für mich, weil schlecht Wetter. So, dann müssen wir erstmal durch. Notfalls, wenn es hier irgendwie ganz heftig wird mit der Nahrung, und bis jetzt ist die Nahrungsversorgung ja gegeben, dann muss ich zukaufen oder ich fange einfach schon mal an, was soll der Geiz. Aber ich kriege kein Geld rein. Das ist ja mehr. Jetzt geht mir zu finanzieren noch einigermaßen, aber ich sollte es vielleicht nicht übertreiben. Das ist jetzt der große Engpass, den wir hier nochmal erleben dürfen. Ein letztes Mal, denke ich. Ja. Zackendorf im Regen. Wer hat es noch nicht gesehen? Ich glaube, mehr als einmal hatten wir da schon doch genügend. Und ja. Wir kennen es hinlänglich. Aber ich finde es immer noch, ne, also wie gesagt, die grafische Umsetzung insgesamt. Das ist nicht nur hier von wegen Gewitter und so. Das ist schon auch nicht schlecht gemacht. Aber die grafische Umsetzung finde ich nach wie vor toll. So, es kommen neue Leute dazu. Das ist auch nicht verkehrt. Wir sind jetzt bei 264. Nur mal so, ne? Na gut, andere Profispieler, die sind da wahrscheinlich schon bei 1000 Leuten und mehr. Die lachen sich darüber kaputt. Ich bin mit meinen 264 Leuten sehr zufrieden und sehr stolz, dass ich das bis hierhin geschafft habe. Das muss man auch mal, ne, erwähnen dürfen. Gut, wie sieht es denn hier mit euch jetzt aus? Er sitzt da immer noch so alleine. Es sind aber so zwei. Es sind zwei zugewiesen und die sind da auch da einfach dabei. Okay, so. Ich weiß jetzt noch nicht, warum das dann hier, dass man hier mal hingehen muss, mal zu gucken, was die da so machen. Die sind immer noch mit 5. Und die haben da 6. Und heute 6 mal Honig. Ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, boah, ist die Masse. Aber auf der anderen Seite besser als nix. Wie sieht's hier aus? 3 Honig, immerhin. 2 Honig diese Woche für 20 verkauft. Ja. Hm. Gut. Könnte mehr sein. Weißt du was? Entschuldigung. Gewohnheit. Das ist einfach die Gewohnheit. Wir setzen da noch so ein Ding hin. Da ist jetzt da ein Bienenzucht. Genau. So wie ich das ja schon angedacht hatte. Dann kommt jetzt hier noch eine zweite Bienenzucht hin. Ja, ja, so ungefähr. So. Besser ist das. So.
ich das mir denke, doch durch den Regen nicht den Spaß verbieten. Okay, Friedrich ist der Baustelle zugewiesen. Ja, Friedrich, dann mal ran. Soldaten waren siegreich. Extrem, alles gut. Und weiter geht's. Wahrscheinlich kriege ich gleich wieder Schmuck rein, den ich dann irgendwo verkaufen kann. Wir warten erstmal ab. So. Ich glaube, es ist eine Försterin in dem Fall mal wieder. Ich glaube, hauptsächlich Försterin, ne? Die ist schon eifrig dabei, Bäume zu pflanzen. Und hier wird auch schon eifrig der Baum wieder geschlagen. Es läuft schon mal ganz gut. Und wie man hier sieht, ne? Da sind einige Baumstämme auch da. Wahrscheinlich hätte ich das gar nicht machen brauchen. Ich habe so viele Bäume. Aber ich habe so gedacht, ne, die sind ja eigentlich so fürs Bauen gedacht und so, bevor mir da irgendwie ein Engpass entsteht. Man weiß ja nie. Ne, ich weiß nicht, wie viel Köhler ich brauchen werde und ich weiß nicht, wie viel Holz die brauchen. Ne, dann habe ich hier irgendwann nichts mehr und dann gucke ich dumm. Deswegen und ne, vor allem so eine kurze Wege und so war die andere Überlegung und so. Und ja, deswegen. Egal. Machen wir das erstmal so. Wenn alle Stricke reißen oder wenn sich das also wirklich nicht als vernünftig erweisen sollte. Ich meine, ich habe hier zwei Holzfällerlager und ich könnte davon eins stilllegen. Also nur mal so ganz nebenbei. Ne? Wenn ich also wirklich merke, irgendwie, dass die produzieren so viel Holz und so und ich brauche nichts mehr oder nicht mehr so viel und das, was ich halt produziere, ich meine, kaufe ich auch Holz? Ich meine, irgendwie war doch so. Habe ich doch irgendwie hier oder habe ich das gar nicht? Ich verkaufe ja so, ja doch, ja genau, hier, ne, bis, genau, das war ja, ich war bis 20. Ja, also, von der Erwartung her gesehen, müsste ich Holzprobleme haben. Ja, aber habe ich nicht. Holz habe ich bis zum Abwinken. Ja. Gut. Ich meine, ich beschwere mich nicht in dem Sinne so, ne, eigentlich ja, aber, 10 Honig, ja, immerhin. Ich bin froh, dass ich es habe, aber so, ja, dass man, wenn man doch mal den ein oder anderen Juck die Nase, ganz fürchterlich. Wenn ich schon mal so, dass also das ein oder andere brauche zum Bauen, dann ist halt, ne, sind die Reserven, die sind dann halt gegeben. So, gut, hinaus. So, da wird eifrig, ne, so wie hier jetzt, ne, da wird jetzt eifrig. Die Bienenzucht hochgezogen, die braucht auch mal eben so 30 Holzblätter. Das ist ja nicht so, als wenn das nichts kosten würde. An Baumaterialien. Und das ist ja nur ein relativ kleines Gebäude noch gewesen hier, so die Bienenzucht, das ist ja nicht so ein Riesending. Na gut, hier wird hauptsächlich Stein verbracht, ne? Also das ist schon klar. Aber auch hier waren 20 Holzblätter erforderlich, um überhaupt ne, den Bau da anschmeißen zu können. Die kommen ganz schön flott voran. Finde ich gut. Das finde ich gut. So, wie sieht es denn hier mit der Köhlerei aus? Bin ich noch fertig dieses Jahr oder es fehlen immer noch 10 Werkzeuge? Das kann eigentlich nicht sein. Irgendwer bringt da irgendwas angeschleppt. Achso, das ist fürs Lager. Okay. Wieso wird jetzt hier von außerhalb irgendwie schon Holz angekarrt oder wie? Das soll doch eigentlich nur hier aus der Eigenproduktion und so. Oder machen die sich hier irgendwie so ein. Nee, ne? Will mir gerade sagen, dass der hier diesen Bogen macht, um Holz hier einzulagern, das da geschlagen. Na gut, der Weg ist da. Ja, aber. Warum nicht hier so? Ist so viel kürzer. Und ich denke mal, ich habe den Zugang nicht so gesetzt, dass man das nicht machen könnte. Ja, also selbst wenn jetzt hier der Förster vielleicht ein bisschen nah dran ist, vielleicht ein bisschen im Weg steht, aber kommt doch hier locker irgendwie. Ich bin da nicht drin, das sollen die versichern. Wenn die viel laufen möchten, bei dem Wetter und so, wenn die da Spaß dran haben, das ist mir sowas von Stufe. Die Dinge, die muss man einfach nicht verstehen. So, ja, was ich verstehen muss, ist aber, dass die Zeit schon wieder eigentlich rum ist und ja, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel gemacht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir mit der Köhlerei da fertig werden.
Und vier vorbeilaufende, immerhin zwei, trotz des Wetters und so weiter und so fort. Finde ich nicht verkehrt. Wir haben ja immerhin schon mal wieder Nachwuchs an ne, neuen Leuten und so, die ich da halt ne, für die Eisenproduktion entsprechend einspannen könnte. Nicht übel, das gefällt mir ganz gut. Das dauert schon ein bisschen lange. Ich meine, das Gebäude ist ja jetzt nicht so riesig, riesig groß und die Materialien sind ja jetzt auch nicht ne, so, dass man sagen könnte, oh Gott, oh Gott. Aber wenn die ähnliche Wege gehen, so wie hier, ne, die Kollegen, die da mit dem Holz durch den halben Bord tragen. Keine Ahnung. Gut. Mit diesen Bildern würde ich mich dann für diese Aufnahmerunde und der entsprechenden letzten Folge dieser Aufnahmerunde, wohlgemerkt noch nicht der letzten Folge insgesamt, ne, aber nur für diese Aufnahmerunde, für diese Woche, oh, verabschieden, nachdem ich geguckt habe, ob ich hier Leute befördern kann. Hier sehe ich nur Level 1 und Level 2, ja, das ist eigentlich nichts. Und auch hier ist jetzt nicht irgendwie, oh, jede Menge Arbeitslose, das ist sehr, sehr schön. Nö, keine Beförderung besteht. So, ja, also wie gesagt, ne, dann würde ich mich für diese Aufnahmefolge verabschieden. Wünsche euch wie immer alles Gute und genießt den Tag.